Simsala, bam! Ein Quick Tutorial. So, ich dachte schon. Ein kleines Quick Tutorial vom Level Editor. Ja, ja. Ich kann übrigens keine TGAs laden, da bekomme ich folgenden Fehler. Argument too large. Naja, ich werde mir mal einen neuen Editor runterladen. Weil es mit einfachen neuen TGAs aus der anderen Datei nicht geklappt hat. Ein wirklich kleiner Quick Tipp, in dem es wirklich nur darum geht, wie in der Überschrift steht, eine Strecke zu bauen, auf der man hangeln kann. Ich habe dafür diesen Raum vorbereitet. Stellt euch vor, man darf hier nicht einfach runter und rüber springen. Wäre ein bisschen dumm, deswegen da oben was an der Decke zu bauen. Aber ich habe einfach mal hier was gebaut. Wie ihr sehen könnt, eine kleine Strecke. Ja, ja. Und die wollen wir jetzt hangelbar machen. Genau die hier. Ich kann den letzten Punkt nicht auswählen, deswegen mache ich es nochmal über die Minimap. Alles klar. So, das ist jetzt ziemlich kompliziert. Gut aufpassen. Ich positioniere das nochmal richtig. So. Achtung, Achtung, Achtung. Hier dieser orange der Knopf. Fertig. Alles, was orange ist, ist an der Decke behangelbar. Was ihr noch beim hangelbar machen beachten sollt, nur weil der Boden hier farbig ist, hat das noch lange nichts zu bedeuten, dass man auf dem Boden hangeln kann. Man kann nicht überall hangeln. Vor allem nicht auf Absprüngen. Das heißt, ihr könnt mal kurz da oben, seht ihr das? Nein. Ja, ja, ich werde auch noch ein Tool dazu vorstellen, dass es hier erträglicher macht. Also wenn das so wäre, könnte man schon nicht mehr drauf hangeln. Seht ihr das? Hier dieser Vorsprung. Das muss wirklich smooth übergehen. So, das reicht nicht. So. So wie hier. Ich weiß nicht, ob es mit zwei Klicks funktioniert. Ich denke mal, es geht. Ja, natürlich. Es dürfte noch mit zwei Klicks gehen. Also mit so einer Neigung. Naja. Aber mit der hier seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr könnt es ausprobieren. Ich würde auch sagen, es geht. Na gut. Ich bin fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und noch viel wichtiger, ihr habt was dabei gelernt. Was ihr hoffentlich noch nicht wusstet, sonst ist das hier gerade sinnlos gewesen. Egal, viel Spaß beim Lara in der Gegend rumhangeln lassen. Ciao!